Servus und willkommen zu einer neuen Folge vom Modern Skyblock 3. Ja, wir müssen uns mal langsam, aber sicher auch mal um andere Sachen kümmern. Ich weiß, mit Botania müssten wir eigentlich weitermachen, dass wir an Pixie das drankommen. Wir müssten noch so viel, ich weiß. Aber, oh, schaut mal, ich habe die Quest abgeschlossen. Sehr schön. Ja, was haben wir denn noch da zu tun? Ah, Rune Earth. Sekunde. Die Quest können wir schnell abschließen, weil die muss ich einfach nur rausnehmen. Der wird gemacht. Ich weiß es. Na? Ah, danke. So, apropos, ich muss auch mal wieder anfangen, die Sachen zu claimen. Ich höre nämlich wieder damit auf, ich merkte schon, weil es, ja, für mich jetzt nicht so wichtig ist. Für mich sind eigentlich die Quests dafür immer da, dass ich ein bisschen in Mod lerne. Darum, ich finde es ja auch nicht als schwer, das, was ich gerade mache, sondern ich finde es, Also er sagt mir, ich habe sie abgeschlossen, aber er sagt mir, ich habe es doch schon genommen. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, aber ich finde, die Quests sind dafür da, dass man das Pack lernt oder vor allem die Mods dazu. Weil man kann leider sagen, was man will. Es gibt gute Tutorials. Aber ab und zu blickt man auch bei den Tutorials nichts mehr durch. Und dann sage ich immer, diese Questbuch-Packs, zum Beispiel GT, also bei GT habe ich das meiste gelernt gerade. Bauen wir auch gleich das ganze Kaffee wieder auf. So, apropos, Jabba habe ich da. Habe ich Netherbricks da? Nein, habe ich eine Enderchest da? Einen Diamanten habe ich definitiv nicht da. Einen Block auf Quarz, den habe ich unten. Okay. Zeige ich gleich. Ich habe auch zwei Sachen umgebaut. Die zeige ich euch auch gleich. Haben wir dann auch keine Dias da, aber den Block auf Quarz habe ich hier drin. Dann hätte ich mal gesagt, einmal eine Runde Nederquarz durchbrennen. Bin auch die ganze Zeit jetzt momentan dabei, wieder mal Steine durchzubrennen, dass ich auch mal an neue Gems oder an diese Teile hier rankomme. Ja, weil Diamanten sind mir jetzt dann doch mal ein bisschen ausgegangen. So. Asch 3, was haben wir denn noch? Wir haben einen Chicken Osto. Okay. Tesla Core Lip. Okay, der sagt mir gar nichts. Pneumatik habe ich auch schon ewig nicht mehr in der Hand gehabt. Wird auf jeden Fall auch interessant, mit dem Mod wieder zu arbeiten. So, machen wir das erstmal neu. Ah, ich habe doch gewusst, irgendwo habe ich so ein Hühnchen. Achso, Chicken. Add Chicken. Ja, genau. Mir fällt gerade Mod nicht ein, das ist gerade mein Problem. War das Hatchery? Ja.
Hühnerlegebatterie. Ja, keine Ahnung. Wollen nämlich gucken, ob ich die schon bauen kann. Wäre natürlich witzig, wenn ich die bauen könnte. Ja, also, dass ich die Hühnchen auf jeden Fall schon, also nicht vermehren, aber weil ich vermute, dass der nicht aktiv ist. Moment. Ich glaube, ich weiß, wie ich rankomme. Heuballen. Wildlife Attractor, den habe ich vorhin auch schon gesehen. Ich sehe auf jeden Fall hier keine Rezepte für. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass das im NEI deaktiviert ist, bis das Ding alles gemacht wird. Ich weiß es nicht. So, habe ich lange genug rumgeblödelt. Das da habe ich. Requiry zum Beispiel ist auch was. Oder Silent Gems. Auch mich noch nicht mehr auseinandergesetzt. So, also als erstes gehen wir mal dahinter. Weil da hinten habe ich ein bisschen was umgebaut. Was ich ja beim letzten Mal schon gesagt habe. Ich habe den Raum jetzt nach außen lang gezogen. Da habe ich jetzt einfach einen Anti-Barrel hin. Ich habe jetzt hier die ganzen Sachen, wo da draußen gestanden sind, dahin geräumt. Dass wir dann hier sozusagen auch immer einen Bereich haben zum Einräumen. Und hier dann Draw hingepackt zum Einräumen. Macht es auch regelmäßig hier. Ja, ist aber noch immer noch nicht das Gelbe vom Ei. Bin ich ganz ehrlich. Warum bin ich hier? Weil ich mal die Diamanten und die Emeralds gleich mitnehme. Weil die kriegen wir da nämlich in Massen raus da hinten. Ich habe hier mehr Diamanten, glaube ich, als ich. Nein, das könnte das momentan die Waage sich halten. So, Appetite kommt mal weg. Einen Dia brauchen wir auf jeden Fall. Und Obsidian ist hoffentlich oben. So, wir schauen nochmal an. Jabba. Ja, ist oben. So, und bevor ich es vergesse, ich brauche einen. Ja, den habe ich oben, aber das nicht, das habe ich unten. Ich hoffe, ihr seid so mit der Geschwindigkeit, wie ich so zock, einverstanden. Wenn ich zu langsam bin oder wenn ich irgendwas vorantreiben muss, schreibt es mir in die Kommentare. Dann kann ich was dran ändern. So. Verdammte Axt. Ich habe zu wenig Obsidian. Molten Obsidian? Ja, toll. Mob Disassembler. Dann kriege ich viel zu wenig. Kann jetzt zwar nochmal schnell in der Falle gucken. Dann habe ich da hinten auch Obsidian-Blöcke und ich habe es nur vergessen. Wäre natürlich super. Ja, siehst du? Ja, 27 Stück. Dann, mache ich doch einige platt. So, und wer jetzt ein bisschen gerade nach links guckt, hat schon den anderen Aufbau gesehen. Nein, ich lasse die Nacht mal laufen, weil meine Pilze müssen sich... Also ich habe nämlich auch die Felder jetzt sozusagen erweitert. Man sieht jetzt überall, bis auf den da. Da, wo ich jetzt sozusagen die da schon aktiviert habe. Da habe ich die Felder jetzt sozusagen fertig. Und die Pilze verbreiten sich natürlich nur im Dunkeln.
Ja, also kann ich halt immer nur im Dunkeln ernten oder auch die mal züchten. Ja, aber ist ja kein Problem. Ich werde irgendwann einen Raum unten auch noch machen, damit ich unten dann die restlichen Dunkelsachen züchten kann. Ich vermute nämlich, dass der Nether-Quarz genauso gemacht wird. So, ich habe jetzt eigentlich genügend da. Ich brauche noch bestimmt. Nee, ich brauche nur. Okay, ich brauche dich. Ich brauche dich. Dann brauche ich die da. Ah, Gott, habe ich mitgenommen. So, und jetzt habe ich ein Anti-Battle. Und ich hätte mal gesagt, das stelle ich jetzt mal hier hin. Und wenn ich jetzt mich nicht täusche. So, das Questbuch bin ich der Meinung, kann ich hier auch mit rein verfrachten. Aber alles, was ich brauche oder nicht brauche, ich muss nicht Kisten überfrachten, bin ich der felsenfesten Meinung. Weil es mir nichts bringt. So, die Broken Schaufel kann ich da drin lassen. So, mal alles andere weg. Schaut doch schon mal ganz gut aus. So, es ist die nächste Kiste leer. Die Kiste ist jetzt insgesamt leer, das heißt, ich kann die auch gleich wegmachen. Ja, dann, ja, diese Schallplatten habe ich nämlich drauf gebracht. Ist ja kein Problem, ne? Aber ich muss nicht alle Kisten vollstopfen bis zum Rand. Das sehe ich noch ein wenig ein, dass mir das da lässt. Aber dass ich auch weiß, wo ich hinlangen muss. So, was habe ich noch gemacht? Genau, ich habe hier diesen Bereich hier abgerissen. Habe jetzt mir überlegt, weil die Bäume wollte ich hier nicht hinmachen. Also solche Bäumchen. Weil es nicht hingepasst hätten. Also das ist ja jetzt auch ungefähr dieser Bereich hier. 7x7. 2, 4, 6, 7. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, ja, pack doch da einfach mal grob und ganz die Bäumchen rein. Also das ist, der Aufbau ist jetzt ähnlich wie der hier. Das Einzige, was sich jetzt geändert hat, ist da drin, die drei sind rausgeflogen. Das sind jetzt auch Fässer drin. Die lange ich zwar nicht an, aber ich habe Fässer drin. Ja, das heißt, die ganzen Holzprodukte kommen hier rein. Ich habe jetzt hier den Apfelbaum hin, dass der weiter wächst. Und was macht. Und alle anderen habe ich halt hier. Das Einzige, was ich nicht ganz begreife, ist. Regen geht. Dass sobald ich den Server verlasse, also obwohl ich Chunk Loading anhab, dass das Zeug ja nicht mehr weiter wächst. Ich habe schon gesagt, wird lustig. Vor allem, wenn ich dann irgendwann massiv an Material brauche. Aber da müssen wir mal irgendwann drüber gucken. Da wollen wir schon auch eine Lösung finden. So, genau. Ich habe ja gesagt, ich möchte ein bisschen. Ich weiß, da muss ich auch noch weiterkommen. Die Frage habe ich jetzt bestimmt für euch schon vor ein paar Wochen beantwortet, aber trifft ja auch noch mal zu. Das Lustige wird auch sein, die Folge wird rauskommen, da ist glaube ich dann schon fast Ostern. Weil ich mal gefragt wurde, wie weit nimmst du eigentlich mal so im Voraus aus? Also mein Ziel ist immer so 2 Wochen. Ja, also ich will immer schon schauen, dass ich so 4 Folgen voraus bin. Das Problem ist nur, ich habe jetzt kurz vor Ostern, darum auch momentan etwas mehr und länger voraus.
Ein Großumbau in der Wohnung. Mit Handwerkern und da wird richtig Krach gemacht. Da kannst du vergessen, irgendwas aufzunehmen. Und am Abend bist du froh, wenn du dann deine Ruhe hast. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ich schaue halt jetzt, dass ich meine ganzen Aufnahmen so intendierend hinnehme, dass ich, wie gesagt, ich hoffe, dass ich Ostern rum mit der Wohnung fertig bin. Oder wenigstens grob fertig bin. Dass ich sagen kann, okay, alles klar, ich kann Ostern rum wieder genauer aufnehmen. Ne? Also ich habe immer gesagt, 2 Wochen ist halt bei mir so die Sache, wo ich halt vorantreiben will. Und deswegen bin ich auch halt immer gewollt, ne? Weil, wie gesagt, wenn ich jetzt hier, ne, deswegen auch das da, ja, die kann ich auch mal gleich abgreifen. Ja, diese Seeds hier. Ich weiß, ich habe die Frage vor 3 Wochen gestellt, ungefähr. Pi mal Daumen. Ja, und ja. Und dann, ja, kann ich halt, oder muss ich halt auch aufnehmen, weil, wie gesagt, sonst habt ihr gar keine Folgen. Und wir wollen ja jetzt endlich einmal, ne? Da versuchen, hinten dran zu bleiben. So, Tier 9. Ich bin ja froh, dass ich bei Tier 15 sein muss. Wir haben also 8, 9, 10, ja. Ja, klar, 10 können dasselbe. Die müsste ich eigentlich auch machen. Weil sonst komme ich da auch nicht weiter. Aber hat heute nichts damit zu tun. So, Sum to Magic. Den habe ich, glaube ich, noch gar nicht aktiviert. Forestry wollen wir uns auch jetzt demnächst drum kümmern, aber wir wollen uns jetzt vor allem um den da kümmern. Konstantan ist Kilnbrick. Kilnbrick. So, mal angucken. Das heißt, ich brauche einen Red Sandstone. Red Sand. Wie komme ich an roten Sand? Ah, okay, in Combustion, das heißt, ich brauche Sand und Red Dye. Ich brauche 2 davon, ne? Nein, ich brauche sogar 4. Okay, dann habe ich den. Und Sand habe ich hoffentlich noch unten. Apropos unten, ich muss mal schnell bei meinem Resource Tower vorbei. Oder Resource Bereich oder wie auch immer. Das Lustige ist auch, na, man sieht jetzt gerade, da geht jetzt ein bisschen Lava raus, ne? Okay, die sind momentan beide an. Oder waren die jetzt doch aus? Nee, die müssten. Genau. Wenn sie on sind, ist es off. Dann habe ich sie schon ausgemacht gehabt. Ja, genau. Ich habe den Heater aus. Na, ich bin jetzt bei 3546 Millibuckets. Dann habe ich auch wieder mal hier aufgeschlagen. Weil ich nicht verstehe. Also der Heater ist aus. Wenn ich hier hingucke, ich seh immer wieder die Lava flackern, aber die Zahl bewegt sich nicht. Es steht immer noch 3546 Millibuckets dort. Kein Ding. So, die sind aus. Die sind aus. Ich habe nur, soweit ich weiß, 3 Heater. Außer ihr wisst mehr als ich. Die Heater hauen auf jeden Fall richtig, richtig rein. Ah, jetzt sind sie aus.
Ja? Und irgendwann komme ich auf den Server drauf und ist das Ding auf einmal leer. Ich habe eine Stunde oben gearbeitet. Ich habe wirklich hier alles genauso gelassen, wie es jetzt ist. Und auf einmal ist alles leer. Darum habe ich da hinten momentan noch ein Crucible, dass ich mal Lava nochmal reinschmeißen kann, weil sonst geht nichts mehr. Weil ich muss ja an den Tank ran. Ich habe schon gesagt, ich brauche unbedingt bessere Leitungen. So, ich brauche Sand, habe ich gesagt. Ich brauche 12 Sand. Ach, das geht mit Sand. Hä? Habe ich jetzt gerade eine Fata Morgana gehabt oder so? Nein, der arbeitet die ganze Zeit durch. Ich habe keine Fata Morgana gehabt. Ich brauche das gar nicht erst umwandeln. 12? Ja. 16 wäre es besser gewesen. So, ich brauche jetzt noch Bricks. Die habe ich hier. Ja, killen Brick. Wie viel brauche ich überhaupt? 8. Sehr schön. Hab total gut aufgepasst, dass ich 8 brauche. Aber so habe ich die zweite Chance, diesmal richtig zu zählen. Also recht dann. Und ich habe schon mich gefreut, dass ich die Farben weg kriege. So, wir haben 8 Stück. Konstantan Ingot. One of the Alloys. Massive Engineering adds its Konstantan. You can easily make it in an alloy killing. Ich muss den jetzt einfach mal irgendwo hin klatschen. Beziehungsweise, nein, Moment. Add Massive. Ich weiß, dass da ein Buch gibt oder gab. Da ist es. Ein Buch und ein Hebel. Ich renne natürlich nach oben. Was brauche ich für einen Hebel? Richtig, also entweder ein Kabel oder ich nehme gleich den Hebel, den wo ich habe. Ein Buch müsste ich oben haben. Aber Papier habe ich oben. Leder habe ich. Ach, geil. String habe ich unten. Ja. Lauf mal wieder runter. Kennt man ja nicht anders. 60% deiner Folgen sind auf und runter laufen. Ja. Ups and downs. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, 3 Papier. Die sind wieder oben. Tüdelü. Up and down. Gibt sogar ein Lied da drum. So. Ein Buch, ein Hebel und ich habe das manuell. Konstruktion. Gibt da auch sowas ähnliches wie suchen? Ja. So, Kiln Brick. Alloy Kiln. Bla bla bla.
Ah, okay. So baut man den auf. Soll ich dann zwei bauen? Wie gesagt, momentan wird jetzt einfach wieder mal hingeklatscht. So schnell geht das. So, das haben wir jetzt in jetzt Konstantan. Dafür brauche ich Kupfer und Nickel. Das ist doch was wir haben, oder? Nehme ich mal 8. Und ich vermute mal, ich brauche dafür oder ich nutze mal dafür, sagen wir mal andersrum, die, was ich da drin mache, die Coca-Cola. So, ist auf jeden Fall süß, der Ofen. Okay, das ist nämlich mal langsam. Konstantan. Jawohl. Haben wir unser nächstes Zeug. Coke haben wir auch gleich abgeschlossen. Konstantan haben wir auch gleich abgeschlossen. So, jetzt geht's weiter. Das heißt, wir brauchen einen Wooden Post. Einen Wooden Post. Wooden Post, da bist du. Das heißt, ich brauche Threaded. Ich brauche jetzt das da. Ah, okay. Da brauche ich jetzt Concrete Oil und ich brauche Holz. Holzkiste habe ich noch da. Wenn ich nämlich vorhin gewundert habe, warum das da in den Tank geht. Dafür. So. Komm. Machen wir noch mal 8 davon. So, passt. Also, jetzt brauchen wir das da. Das heißt, 2. Okay. Klack, 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 klack. Und klack, klack. Habe ich gleich 6, weil die brauche ich sowieso öfters. Und ich brauche einen Stein. Gehen wir schnell holen. Machen wir auch gleich. Ich mache gleich 2 fertig. Am besten baue ich dann 4. Dann mal wieder typisch ich. Oh, brauche ich einen Stone? Brauche ich wirklich Stone Bricks? Wisst ihr noch, was ich gerade gesagt habe? Ob bestimmt 4. Mit der Schüssel wäre es auch gegangen. Egal. So. Bevor ich jetzt Wooden Wollmouth genau so eine Maus. Auch einen? Ja. Ich benutze momentan nicht mehr, weil ich momentan nicht sicher bin, ob ich dann nochmal Zäune brauche. Wooden Wall Mount. Ah, okay. Das heißt, ich kann jetzt hier dann den Strom entlang verlegen. Haben wir auch erledigt. Und den Kinetic Dynamo. Das ist jetzt das, was wir uns noch drum kümmern. Das heißt, wir brauchen jetzt Copper Wire. Wer sich jetzt gerade wundert, warum das da ein Schnitt drin war.
Der ist süß. Danke. Ja, war gerade süß. Ja, wer sich gerade wundert, ne, das ist immer das, was ich nicht mag. Dann drückt man irgendwo hin. Ja? Und auf einmal hat man irgendwas passiert. Gerade Vollbild passiert, ne? Also. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich hoffe, dass ich es auch rauscutte, wenn nicht. kriegt er gerade lustige Sachen mit. Ja, wenn nicht, ja. Tut mir leid. Da habt ihr es jetzt nur gehört. Ja. Also, genau, wir wollen jetzt das Kinetic Dynamo Dings da machen. Ein Water Wheel. Okay, das heißt, ich muss mir auf jeden Fall erstmal das Holz besorgen, weil das ist mehr als ich da unten habe. Das Schöne ist gerade, ich merke jetzt wieder, ich bin jetzt wieder länger auf dem Server und wenn ich nur einfach rumstehe oder mal euch was erkläre. Oh, da geht dann ganz schnell mal, da kommt dann auch wieder Material zusammen. Ich sage, das ist ein bisschen nervig. Wenn jemand einen Tipp oder einen Trick hat, woran das liegen könnte, wie immer in die Kommentare damit, Leute. So, okay, also. Ach komm, wir wandeln das jetzt komplett um. Ich weiß, ich werde jetzt wieder die Klappe zu weit aufgerissen haben. Ich kenne mich. Ja, ich habe jetzt bestimmt nicht so viel. Oh doch, habe ich drin. Sehr schön. Ah, der ist jetzt empty. Okay, da hätte ich nochmal 5700 paar zerquetschte drin gehabt. So, also ich brauche jetzt, das war jetzt Water Wheel und Windmill. Davon brauche ich 8. Gleich ein wenig mehr machen. Aber 8 Stück haben wir. Eisen hole ich mir gleich. So, und von denen da brauche ich 4. Und ich habe schon was gesehen, ich werde Stahl brauchen. Wobei, Moment, lasst mich gucken. Vielleicht habe ich in meinen Kisten hier auch Stahl liegen. Ja, schaut aber nicht so aus. Blast Bricks brauche ich jetzt. Okay. Das heißt, ich brauche jetzt Nether Bricks und ich brauche Bricks. Okay, alles klar. Das heißt, ich gehe mal schnell. Beziehungsweise ich gucke mal schnell hier. Darf ich nichts da? Also gehen wir mal schnell nach oben. So, wie viel haben wir? 24, 21, 28, 21 und 16. Ja, toll. Wieder zu viel einstecken, ich weiß. So, 48. Okay. Dann brauche ich jetzt aus dem Ding
Den muss ich jetzt ein bisschen aufziehen. Was habe ich drin? 8000, 8800, 9000, 10.000. So, das heißt, wir machen jetzt mal ein bisschen Clay. Das Schöne. So, dann holen wir uns jetzt aber auch noch vorher Nether. Ein Stack. Das heißt, ich lasse da mal jetzt komplett zwei durchlaufen. Also in zwei Öfen jeweils einen halben Stack durchlaufen. So rum. Das wird ein deutscher Satz. So, 20 Stück. Auf die Schaufel und tschüss. Wie viel habe ich noch drin? Ach, 7800, das ist doch super. Ich will aber auch hier mindestens ja, ein Stack oder am besten gleich zwei haben. Weil, dass ich immer wieder keinen Clay habe, geht mir auf den Keks. Ressourcen anschaffen. Sehr schön. Da bin ich mal leer. Oder voll. So, da kommt auch ein halber Stack rein. Da kommt auch ein halber Stack rein. So, mein Problem ist jetzt halt, ich habe jetzt mal wieder keinen Drawer übrig. Baue ich mir schnell einen. Ja, nein, weiß nicht. Aber doch, ich hab noch Holz da. Ah, da hinten habe ich auch noch mal eins. Okay. So, ich brauche davon 8. Eisen brauche ich ja sowieso. So, und ich muss das jetzt erst einmal hier reinpacken. Ich weiß, ich muss mal wieder in die nächste Kiste hinstellen. Dass ich weiß, bitte nimm gleich 3 mit. Oh, hast sogar 4 dabei. Ah. Ja. War mal wieder Zeit, dass ich es falsch mache. Geht es? Ja. Cool. So, das heißt, ich brauche nochmal 5 Steine. Noch ein Eisen. Alles 5. Nee. Komm, ich nehme mal gleich 8 Stück mit. Bin gerade wieder mal komplett verwirrt. So, ein Drawer, der kommt auf jeden Fall in die Mitte. Ah doch, dann waren es nur 5, ja. Steine tue ich hier reinpacken. Das auch gleich. Schlüssel raus. Und die Hand. So, schauen wir mal. War ja wieder klar. Aber ich habe Gott sei Dank den Engineer's Hammer. Kann ich den drehen? Gesichert ist er. Und ich habe meinen Clay drin. Perfekt.
So, und jetzt hoffen wir mal, dass wir schon ein bisschen was haben. Dass wir diesen schönen... Was? Ah, 3 kommen raus. 27, das heißt, ich brauche 9. Und das so schnell im Kopf. 27. Ich habe genauso viel Bricks gekriegt, wie ich gebraucht habe. Schön. 27. Ich wollte hier eventuell einen zweiten Ofen reinbauen, aber wenn ich schon die Lücke hier drin habe. So, und jetzt macht es da eventuell auch Sinn, das Zeug da raus zu tun. Und dann brauche ich bestimmt das. Wie viel Stahl brauche ich denn? Für die Quest. Ein. Okay. Dann lassen wir den mal laufen. So, das heißt, der Stahl läuft. Wir haben den Ofen schon mal fertig. Wiederhol mich. Ich bin stolz. So, wir gehen aber auch gleich wieder hin. Holen uns mal gleich 16 Kohle ab. Und hauen sie da rein. Der muss laufen. Ja. Und ich mach dich auch gleich wieder leer. So, habe ich eine Kiste rein, zufälligerweise hier rumfliegen. Nein, aber ich habe... Ich weiß vor allem, dass ich oben sehr, dass ich oben einige habe, aber ist mir jetzt egal. Weil ich jetzt das wieder mache, was ich gerade gesagt habe. Das kommt raus. Oh, die Copper-Coil. Habe ich sogar schon fertig. Dann ist ja schon mal gut, dass ich nochmal in die Kiste geguckt habe und das jetzt alles rausziehe. So, das heißt jetzt dann die Kinetic Dynamo. Ah, Copper Coil Block habe ich. Kinetic Dynamo brauche ich. Kinetic Dynamo, wo bist du? Da bist du. Okay, das heißt, ich brauche jetzt 3 Eisen, 2 Redstone. Wie gesagt, mittlerweile laufe ich lieber, um mir das Zeug zu holen. Ich weiß auch mittlerweile, AE finde ich ja total super. Vor allem, da musst du nicht mehr so viel Wegstrecke laufen. Aber hat einen riesen Vorteil. Ich weiß immer, wo mein Zeug ist. So, Kinetic Dynamo haben wir fertig. Wie weit ist der Stahl? Der Stahl ist auch fertig. Müsste ich, glaube ich, gleich die nächste Quest fertig haben. Jawohl. So, für das Wasserrad. Das war, glaube ich, jetzt dann Stahl dabei, ne? Genau, haben wir das Waterwheel. Und brauchen wir nochmal ein Eisen. So, dann haben wir auf jeden Fall auch noch die Windmühle. So, muss ich jetzt noch was machen? Using all the wind. Okay, das ist jetzt dann die bessere Windmühle. Better Steel Production.
Engineering Block, Void Samples, Better Coke Production, Reinforced Coke Brick, Steel Sheet Metal, Coke Oven Preheater. Okay, so. Jetzt muss ich mir... Erstens ist es Nacht, zweitens es regnet schon wieder. Wobei, das ist eigentlich das beste Wetter, glaube ich. Ich weiß nicht, wo ihr her spawnt, ne? Ihr spawnt aber. Egal, wie ich da entlang laufe und nach Xen suche, ich finde keine, aber rumstehen tun immer wieder welche. Schön ist meistens, die stehen wirklich nur rum. So, kann ich dich jetzt einfach setzen? Ich vermute mal, dass ich das Ding hier auch noch brauche. Nee, ich brauche den Kinetic Dynamo, genau. So, das heißt, du kommst dahin. Und du kommst dann. Darf ich dich mit der Pickaxe abhauen? Ja. Ich schaue nochmal schnell nochmal ins Buch. Das ist das Water Wheel. Merkt man gerade, ne, dass ich wieder. Jawohl. Jawohl. The water wheel is a fairly easy way to powering a dynamo. Its turning speed is based on the water flowing around it. So often you want to direct the water in a semicircle from the top down, one side and along the bottom. Ja, also das heißt, ich müsste zum Beispiel hier jetzt dann Wasser runterfließen lassen. Ja, dann könnte das Rad hier richtig drehen. Und Windmill. The windmill is a free easy way to generating power. Albeit not a very powerful one. Its speed depends the space in the front of it. Is with kinetic output reducing. Okay. Ah, okay, da brauche ich Industriehemp. Wie viel brauche ich denn davon? Zwei, vier, sechs. Okay, sechs Stück ist kein Problem. Industriehemp brauche ich. Da müsste es auch 7. 56. Ein Stack wäre nicht schlecht, aber ich glaube, ich habe nicht so viel. Richtig, richtig, Drake. Wir haben nicht so viel. Wir haben 2 zu wenig. Woher hast du das gewusst? Seelische Fähigkeiten. So, dann machen wir einfach wieder. Dann lassen wir die mal schnell ausbreiten. Weil ich das rausgefunden habe, mache ich das öfters. So, ist fertig. Fertig. So, jetzt habe ich 5 Zehner.
schon mal super. Habe ich 19 Seeds, die werde ich dann auch noch bestimmt brauchen demnächst. So, 56. Wie viel von diesen Sticks habe ich noch? In der Tasche gar keine. Sieben habe ich gesagt, ne? Bin ja mal jetzt gespannt, ne? Oh ja, ich merk's. Das ist richtig. Ach, ich brauche keine. Okay. Brauche normale Sticks. Hahaha. Ja. Drag, das hast du richtig gesehen, dass du da nur 7 brauchst. Und die brauchst du 8-mal. Okay. So, wir lassen das Zeug mal da. Das schaue ich mir jetzt dann mal an, wie ich dann in das aufstellen muss. Aber hat mir jetzt gerade gezeigt, was ich sofort machen muss. Der Industriehemp ist ein sehr wichtiges Produkt. Das heißt, wir gehen hin. Ich brauche nur einen. So, ich hoffe, dass ich da hinten noch drei Felder habe. Jawohl. Dann machen wir das auch wieder wie immer. Sofort gleich schließen. Ja, und das, ja, man sieht's, ne, wenn man halt nachts dann doch auf das Mal wach ist, ne, wächst auch irgendwann dieses Feld komplett dicht. Okay, so. Dann habe ich ja jetzt mein Hemp. Und wir lassen mal schnell alles wachsen. Dann sage ich ja, seit ich das jetzt weiß, brauche ich nur noch ein Seed. Aber ich habe, wie gesagt, diese Bags sind dafür da, dass ich nicht außersehen keinen Zehner mehr habe. So, und dann gehen wir mal schnell durch das Feld. Weil ich glaube, mein großes Problem wird eigentlich sein, ja. Weil du kriegst nämlich mehr Seeds raus als Fiber. Jetzt darf ich es wieder nämlich gießen. Ich glaube, wenn ich es in der Mitte mache, wächst, glaube ich, alles. Gut aus. Dann hat mittlerweile auch die Wasserfläche sogar noch einen Vorteil. So, wir lassen noch mal wachsen. Geht nämlich noch gerne diese Windmühle soweit fertig machen, dass ich damit ein wenig rumexperimentieren kann.
bis in der nächsten Folge, dass ich dann euch zeigen kann, wie man das Ding aufstellt und vor allem, ob das was bringt. So, ich brauche eigentlich... Ja. Ich mache das jetzt einfach. Kann ich irgendwann abbauen? Gib mir mal bitte ein Fass mit. Das ist halt das einzigste Feld, wo ich jetzt zwei habe. Aber ich habe so viele Seeds. Wie gesagt, ich will sie nicht wegschmeißen. Weil ich habe da ganz böse Vermutung, dass die dann irgendwann noch wichtig werden. Oh. Das habe ich ja schon mal gesagt. Das Problem ist halt, ne, wenn man halt sowas wie GT und so weiter macht, dann hat man halt leider sehr wenig Zugriff auf solche Mods. Und darum auch solche Packs mittlerweile. So, also. Ich glaube zwar immer noch nicht, dass es reicht, weil ich brauche hier 8. Ja, wobei, Moment mal. Ja, wir werden es gleich sehen. So, Sticks. Okay. So. Jetzt sind wir jetzt bei 6. Nein, wir stehen wieder auf. Habe ich gerade gesagt, wir hier den Pilzen? Mhm. Brauche auf jeden Fall nochmal 2 Stacks. Hey, davon. Ja, ist ja gut. Lerne ich auch noch mal irgendwann. Habe ich hier keine Fackeln? Doch. Es ist zu dunkel. Ja, es hat einen Vorteil, aber haha, die werden jetzt nicht wachsen. Was zu hell ist. Weil da eine genau neben der Fackel stand. Dann habe ich nämlich das Pilzfeld. Pilzfeld auch fertig. Lustige ist, wie gesagt, Mushroom. Ich glaube, es gibt noch 2 Mushrooms. Wobei die einen, glaube ich, auch tagsüber wachsen. Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Das Schöne ist, Hemp weiß ich sofort von Weitem, wo ich hin muss. Hat Vorteile. Gehen wir mit dem Stock Büsche abklopfen. Ne, lasst es da, wo es ist. Es soll verschwinden. So. Seeds rein. Wie viel habe ich? 2 Stacks. Also wie gesagt, wie viel das ich brauche. Schön. Doch mal schön, wenn man genau das kriegt, was man will, ne? Stecken müssten auch reichen.
Dann haben wir jetzt die. Und die. Ich bin ja froh, dass ich es immer falsch mache. Ah, den hätte ich nicht gebraucht. Okay, 1, 2. Ah, ich kenne sogar... Ah, ich habe nur 6 gebraucht. Okay. So, dann haben wir jetzt... Ah, schon fertig. Und was brauche ich jetzt, um die... Oder muss ich die dann einfach nur draufklicken? Ah, dann wird's sehen. Das werde ich mir nämlich bis zum nächsten Mal alles angucken, dass ich da auch mal ein bisschen schlauer werde, wie das so funktioniert mit Immersive Engineering. Der Mod hat mich immer fasziniert, aber wie gesagt, immer stiefmütterlich behandelt. Werde ich aber ändern, werden wir auch in der nächsten Folge hoffentlich sehen. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer in die Kommentare damit und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal. Bis dahin, ciao, ciao.